Die sogenannten Harvester, zu Deutsch Vollernter, beseitigen im Forst Taubenberg in der Nähe von Bad Sülze die gewaltigen Schäden, die das Sturmtief Nadja verursacht hat. Im November 2021 zeigte sich der Forst noch in seiner vollen Pracht. Wir berichteten damals über den Forstbetrieb und seinen Besitzer. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar verwüstete das Sturmtief Nadja Teile des 210 Hektar großen Waldes. Hans Leopold von Sperber, ein ehemaliger Forstwissenschaftler, ist hier seit 2003 der Eigentümer. Für den Forstwirt hat das Sturmtief enorme wirtschaftliche Folgen. Ja, das ist eigentlich ein Schadenspaket. Einerseits ist ja etliches Holz auch gebrochen. Das ist schon ein Qualitätsverlust. Dann reagieren die Holzpreise darauf. Dann, das haben Sie ja vielleicht auch schon gesehen, liegt das Holz alles durcheinander. Es gibt fast in allen Beständen gibt es Einzelwürfe. Es ist sehr viel teurer, dieses Holz aufzuarbeiten. Erfahrungsgemäß sinkt der Holzpreis nach Unwettern erheblich. Durch die unzähligen Entwurzelungen gibt es ein höheres Angebot an Nutzholz. Besonders betroffen davon ist das Fichtenholz. Durch die flachen Wurzeln ist die Baumart besonders anfällig für Wind und Wetter. Doch auch sturmfeste Bäume wie die Lärche und die Eiche hat das Sturmtief Nadja aus den Wurzeln gerissen. Wege wurden versperrt und Zäune niedergedrückt. Die Sachschäden sind allerdings nicht die einzige Folge des Sturms. Ja, das ist auch irgendwie ein Schaden, der allem tiefer sitzt, dass die eigene Arbeit jetzt von vielen Jahren auch stark in Mitleidenschaft gezogen wird und wir die eigentlichen Ziele von Laub, Nadelholz, Mischbeständen nicht mehr so verwirklichen können, wie wir uns das eigentlich gedacht hatten. Dazu kommt, dass der Nachfolgebestand unter den gestürzten Bäumen begraben wurde. Der Geschäftsführer des Forstbetriebs, Gunnar Kirstein, unterstützt Sperber bei der Aufarbeitung der Schäden. Also das Wichtigste nach dem Sturm war erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen. Das haben wir jetzt gemacht. Das nächste ist, dass man die Wege frei bekommt, dass man da auch in die Bestände reinfahren kann. Wir haben auch, wie Sie sehen, noch Holz liegen, was die Abfuhr auch abfahren möchte. Und dann ist es wichtig, dass man die Schäden anmeldet und dass man so schnell wie möglich aufarbeitet. Weil wir haben in der Fichte die besondere Situation, dass als Folgeschaden der Käfer nachher kommt, der Borkenkäfer, mit dem wir in den letzten Jahren zu tun haben. Und deswegen muss auf alle Fälle das Holz hier schnell raus. Das gelingt mit einem sogenannten Harvester. Die vollautomatisierte Holzerntemaschine fällt, schneidet und teilt die Bäume in einem einzigen Ablauf. Sie ist computergesteuert und dabei 20 Mal so schnell wie ein Arbeiter mit einer Motorsäge. So sind zumindest die gestürzten Bäume bald beseitigt.